bitte dich. Oh mein Gott, Leute. Shiny. Was geht ab, Leute? Wir aus dem Olympiapark, beziehungsweise am Anfang vom Olympiapark. Und zwar kam gestern 23 neue Gen 3 Pokémon, die nächste Welle. Anscheinend so Boden-Wüsten-Thema. Und das Beste ist natürlich Stolos. Und genau hier ist ein Nest von der ersten Stufe. Ich weiß den Namen leider noch nicht. Wie fange ich das hier mit? Savage. Der spielt auch noch Mewtwo Raid, seinen ersten. Da schauen wir auch noch vorbei. Jetzt fahren wir erstmal ein paar Bonbons. Leider doch nicht so was Besonderes, weil Stolos gibt es auch als Raid-Boss, Level 4. Habe ich vorhin erfahren. Werde ich natürlich auch machen, aber ich dachte, ich werde der Erste, der den jetzt farmt und sich einen entwickelt, aber die meisten haben schon angefangen, wild, als Raid-Boss. Dieses Nest hier ist übrigens nur einen Tag da, deswegen sind wir hier direkt nach der Arbeit gekommen. Und zwar, immer wenn neue Pokémon kommen, eine neue Welle, werden die Nester geändert. Aber heute Abend, beziehungsweise morgen früh, ist ganz normal ein Nestwechsel. Sprich, gestern wurden die Nester gewechselt, wegen der neuen Welle. Und morgen Abend zur ganz normalen Neständerung, Nestwechsel, ist es wieder weg. Das heißt, wir haben genau einen Tag, wir haben nicht mal einen Tag, wir haben ein paar Stunden, bevor wir zum Mewtwo Raid von Savage gehen müssen, um ein paar Bonbons zu sammeln. So, da haben wir ihn, den ersten. Savage verspätet sich ein bisschen. So, auf Englisch heißt er Aaron oder Aaron. Direkt gelbe Berge. So. Das wird auch mein Dex-Eintrag sein. Falls ich ihn bekomme. Ich habe gesehen, den gibt es sogar shiny. Ich weiß noch nicht, ob das echt ist. Aber ich denke, es ist echt. Aber mehr dazu dann heute Abend, wenn ich mehr Infos habe. So, ba-bam. IV-Check. Schlecht. 25 und dann wahrscheinlich 100 auf Stolos. Okay. So, Savage kommt gleich. Ich habe hier ein Ei ohne Screen Recorder. Übrigens Neuigkeit, alle Eier momentan nur Gen 3 Pokémon. Das ist natürlich ein altes Ei, deswegen Pichu. Und nicht 100%. Hab ein paar gefangen jetzt und jetzt geht's zu Savage. So, Savage echt tot, Mann. Er sagt, er ist hier. Ich sag, ich komme ihm entgegen. Jetzt bin ich hier und er ist nicht mehr da. Er zieht mich echt runter, richtig schlecht. So, aber wir haben schon ein paar gefangen, es geht schon. Eine halbe Stunde sind wir hier. 10 haben wir gefangen, also halb so gut wie Ostpark, wo wir gleich hinfahren werden. Für das Mewtwo Raid von Savage. Falls er mal irgendwann auftaucht. Gerade an einer Stelle vorhin, da waren 4 auf einmal, also richtig geil. Aber jetzt ist gerade wieder flaut, also. Olympiapark Nord nicht so top. Olympiapark Süd ist immer top. Oh, ich glaube, da kommt er. Ja, Leute, das ist er. Das ist er. Also, ich laufe auf die falsche Seite vom Park. Da fängt ein anderes Nest an. So. Hast du schon einen? Nein. Also, dein erster? Ja, mein erster. Jetzt weiß ich endlich auch den Namen, dank dir. Auf Deutsch heißt er Stoll Junior. Ja. Das ist der neue Nidoking, könnte man sagen. Echt? Jetzt so schlecht? Ja. Stolos, mein Gott. Aber er ist Stahl. Dachte, er wäre ein bisschen besser, aber okay. Das ist, ich glaube, Max ist 3004. Also nur ein 100er kommt über 3000, ja. Alles andere ist nicht mal 3000. Das wichtigste Pokémon auf 100%. Neuer Drache ist draußen, die Beldra. Ja, das den müssen wir noch kriegen. Und was ist das, bitte? Ja. Auf geht's. Ja, aber? Ja, aber seit wegen dem Community kriegst du eh die Medaille voll. Achso, ja. Geht ja nicht um die Medaille. Und Latini verliert wieder an Wert, finde ich scheiße. Ja, war eh wertlos. So, haben wir einen über 1000. Richtig krass. Mit Wetterbonus. Hoffe ich, hat der gute IV. Oder relativ gute IV. Den ersten entwickle ich eh nur für Pokédex. Obwohl, schauen wir mal. Dieses Wochenende ist auch noch Purge. Vielleicht kommt ein 100er rein. Oder ein 98er. So, und? IV-Check. Ah, schlecht.
Oh mein Gott, Leute, shiny! Ich hab's direkt an den roten Augen gesehen. Sag mal, wie da unten was der Unterschied ist. Oh mein Gott, goldene Berge. Ich wollte schon gelbe werden. Achso, nur die Augen, okay. Ja, und dann hat er halt gescheint, aber. Oh mein Gott. So, Moment. Curveball. Man, Curveball great. Ach, bin ich mitgegangen oder was? Ja, Mann, danke dir, sehr gut. Danke dir. Heute, schaut euch den jetzt an. Shiny Stoll Junior. Schaut euch das Glänzen an. Warte, ich geh mal raus, dann sieht man diese Sterne daneben. Da, bam. Dann den können wir uns auch noch gleich hinterher. Schau, blaue Augen. Krasse Sache. Hoffentlich ist er auch noch gut, dann entwickle ich den direkt. Okay, ich entwickle den so oder so. Okay. Oh mein Gott! So. Das letzte Stoll Junior für heute. Savas macht Druck, auch wenn es noch 2 Stunden hin ist. Will er jetzt schon fahren. Zu seinem Mutiraid. Das war's von mir. Aus dem Ostpark. Nicht Ostpark. Ich bin schon in Gedanken weiter. Jetzt gehen wir zum Ostpark. Aus dem Olympiapark. Stoll Junior Nest nur heute, weil morgen ist Nestwechsel. Ein Tag war es nur hier. Richtig krass. Wir haben es genutzt. Und wie wir es genutzt haben, ein Shiny gefangen. Leider noch nicht genug Bonbons, um irgendeinen zu entwickeln. Das heißt, nach dem Nestwechsel morgen hoffe ich auf ein neues Nest. 93 Paar kann ich noch verschicken, also über 100, nicht schlecht. Für eine Stunde, eineinhalb. Ist schon solide. Und das war's von mir. Immer liken, subscriben, kommentieren. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr auch schon Shiny Stolz. Nicht Stolz. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr auch schon Shiny Stolz Junior gefangen habt. Ansonsten folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business. Und wünscht Sauber viel Glück. Danke. Danke. Ciao.